Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ARK-Kartenvorstellung für Gondor. Ja, bei uns kam die Karte richtig gut an. Wir haben uns da letztens in die Höhle verkrochen hier. Wie gesagt, es gibt noch mehr Geheimgänge. Ich mache jetzt hier nicht alle auf. Ihr sollt ja auch ein bisschen Spaß haben beim Suchen und Finden. Hoffentlich. Au. Normalerweise wäre ich jetzt halb tot oder tot. Oh Mann, Danu. War das nicht? Ah, ich habe die Abkürzung gefunden, okay. Hey, ich bin wieder draußen. Mist. Man landet dann auf jeden Fall da dahinter. Nee, warte mal, das ist ja wieder ein anderer Ausgang. Aber wir sind da in der Halle. So, Achtung, da gibt es übrigens Piranhas natürlich. Na doch, da sind wir woanders. Ich sage ja, die Höhle ist zum Verirren da. Ja, da. Das ist ja auch so schön. Das war übrigens die einzige Stelle, wo man hochkommt. Man sollte also direkt auf der Seite rüberkommen. Pilze. Ja, das schwebt dann noch ein bisschen. Wie gesagt, 55%, ja. Geduld. Aber ich finde die Ruinen richtig, richtig schön gemacht. Da habe ich sie gestern im Stream gefragt. Die sind handgezeichnet, selbst gemacht. Das sind keine, die, also ihr kennt ja die Standardruinen, diese grünlichen. Aber die sind hier selbst gemacht. Und richtig schön, finde ich. Da drüben geht's rauf, genau. So. Da ist es richtig schön. Kann man bauen. Und man hat hier Rohstoffe. Man hat ja selbst hier massig Stein, man hat Eisen. Oh. Ach, ist das gut, wenn man mal Gottmut anhat. Ja. Patsch. Und da unten werden wir schon mal tauchen. Es gibt auch überall so schön gezeichnete Pflanzen. Schön gemacht. Da kommt man nicht hoch. Probieren wir es da drüben. Moment mal. Nee, von da kommen wir ja.
Möchte darüber. Da muss man also mit seiner Ausdauer echt aufpassen, wenn man normal schwimmt. Ich meine, jetzt ist mir gerade egal. Da kommen wir aber doch auch nicht hoch, oder? Schauen wir mal. Da vielleicht. Ne? Da am Stein nicht. Da kommen wir hoch. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Da geht's doch weiter, oder? Oder da nicht? Ich weiß es nicht mehr. Es gab doch Wege. Oh Mann. Moment. Wir machen das jetzt mal kurz so. Nö, da geht's nicht weiter. Okay. So schaut es übrigens unter der Karte aus. Ist jetzt gerade die Garantie dafür, dass ich mich endgültig verirre. Mega schön. Oder wisst ihr was? Eigentlich könnten wir jetzt mal Folgendes machen. Wir geistern jetzt ein bisschen rum. Ja schon. Schauen wir mal da lang. Wie gesagt, viel Spaß beim Erkunden, da hat man zu tun. Da schaut es doch auch wieder so aus, oder? Ja, da geht's. Ach, das ist ja unser Durchgang gewesen. Okay, da kommen wir wieder in die Halle. Und es gibt dann auch noch einen Weg, der führt dann nach hinten, da oben rauf. Genau. Hier. Da kommen wir dann hier raus. Ist richtig schön gemacht. Tschüss, du Vogel, ich brauch dich jetzt nicht mehr. Fliegen wir mal nach oben. Da waren wir gerade. Wird's jetzt Nacht. Set time of day. Oh, das war zu früh. So geht's. Gut. War das der Weg oder der? Ne, da gibt es keinen. Da gibt es den. Ich glaube, der war's.
Wenn man sie, ja, genau, da kommt so eine schöne Brücke. Das war aber nicht der Weg, den ich gerade gesucht habe, oder? Also ich weiß ja, was ich suche. Das Problem ist, ich finde es gerade nicht. Da haben wir die Statuen, die haben wir auch schon gesehen. Ich habe übrigens gehört, die Ecke mit dem Element, die wird ganz, ganz schlimm werden. Da bleibt es nicht so ruhig. Also ich fürchte fast, kommt da die Drachenschlucht rein? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich finde, so ein paar Geheimnisse kann die Karte ruhig haben. Da haben wir diese Riesenanlage. Ist einfach schön gemacht, ja. Bitte, sie sitzt an der Karte seit Dezember 2017, ja? Redwood ist richtig. Irgendwo im Redwood findet man den Weg. Weil ich noch sagte, so unscheinbar im Redwood kommt man da raus. Es gibt hier irgendwo einen hübschen Weg dorthin, wo ich hin möchte. Was ist das da? Nein, das war's nicht. Ich müsste es doch eigentlich sehen. Da haben wir einen Pilzwald, da haben wir wieder so einen Durchgang. Kann das doch gar nicht übersehen, eigentlich. Ach, da. Da wollte ich ja. So. Das ist doch mal eine etwas andere Drachenschlucht, oder? Also Elemente schon vom Standardspiel. Man sieht hier zum Beispiel. Bisschen Lava. Und da geht es jetzt in eine eigene Welt rein. In die Welt von Aberration. Und da bin ich gespannt, wenn das fertig ist, wie das wird. Oh ja, das sah in meinem Stream noch nicht so aus. Da hat die Himiko was geändert. Und es schaut jetzt super aus. Viel, viel besser, Himiko. Da hat man ein Nest da. Leider haben wir gerade keine Eier drinnen. Okay. Ich denke, auch hier wird es noch deutlich beliebter. Überall Ziplines. Ein Rocktrack. Auch hier Metall. Die Pilze, Kristalle. Wasser ist hier drinnen noch wenig, aber ich habe zumindest einmal schon eine Wasserstelle gefunden, wo man dann so einen Brunnen drauf kaufen kann aus SE. Ich liebe ja diese blauen Bäume. Rote Kristalle. Rockträg. Hier die Nester, aber hier sieht man teilweise natürlich, dass sie noch gar nicht fertig ist. Aber es ist schon mal ein toller Anfang. Oder was sagt ihr? In der Höhle kann man sich übrigens auch mehr machen als verfliegen. Ach, da hört's auf, gut.
Aber es eignet sich doch wunderbar für Reaper, oder? Oder für lila Wasser. Oh je. Lädt auf jeden Fall zum Erkunden ein. Und auch hier, es gibt Wege, wie man reinreiten kann quasi. Man muss hier nicht reinfliegen. Die Frage ist nur, will man das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und das war der Eingang, den ich gesucht hatte. So ein, achso, der geht, okay. Der geht im Roten Wald. Genau, da sind wir dann hier. Geht's dann da durch, den Berg durch. Und dann ist man da drüben. Jetzt kann man kein Tier, was jetzt geistig noch rum. Also ich bin gespannt und mir gefällt die Karte richtig, richtig, richtig gut. Und bitte, das ist ihre erste Map, muss ich auch dazu sagen. Sie ist gestern gefragt worden, ob sie noch nicht im ARK-Sponsorprogramm drinnen ist. Nein, leider ist sie das nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, sie hätte es verdient. Mit dieser Karte definitiv. Es gibt da so vieles zum Entdecken. Die Karte ist so liebevoll gemacht. Ich bin jetzt paranoisch. Nein, da ist nichts gut. Habe ich doch in Ragnarok auch irgendwann gemacht. In jeden Wasserfall einmal reinfliegen. Sicher ist sicher. Ich frage mal, was sie passiert. Ach, das ist schön. Da könnte man so viel bauen. Also, die Karte lädt wirklich dazu ein, erkundet und gebaut zu werden. Oh, das haben wir auch noch gar nicht gesehen gehabt. Das meine ich, man kommt daher, glaubt, die Ecke kennst du jetzt schon. Bah, langsamer so. Cool. Da rein. Nein, kann man nicht. Okay. War ja nur ein Versuch. Also ich kann, aber normaler Spieler kann nicht. Bin jetzt nur neugierig, ob ich das jetzt nochmal finde, wo es Element gab.
Ah, da war das. Da hat man hier diesen Eingang quasi. Ah. Voll nett eng. Hier war das Element. Da wird es noch viel böser. Da gibt es ja nur einen Wasserweg rein. Ah ja. Brot, Torwärts und es müsste schon gehen, oder? Ich mag auch die Bäume, die gefallen mir echt nicht gut. Da gibt es auch so einen kleinen Eingang. Da sollte man sich nicht zufällig rein verirren. Genau, das habe ich ja auch schon gestern gesehen. Das sind auch so schöne Plateaus mit Wegen daher. Da geht's doch auch wieder. Oder ist das unabsichtlich? Ich glaube, das ist unabsichtlich, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Dame versteckt gerne alles. Da hat man Kristalle. Eine richtig schöne Map. Und viele Möglichkeiten, sich alle Knochen zu brechen. Oder mit Kletterhaken zu arbeiten. Oder mit einem Rocktrick drüber zu segeln. Müsste auf der Karte richtig Spaß machen. Ob ich damit... Ich meine, wir müssen ja nur noch in Operation. Also, wir haben ja nur noch einen einzigen Operation-Stream. Das ist, wenn dann Zeit ist, wenn Lilo und Ginedra da sind. Aber vielleicht mache ich nachher dann hier was. Mal schauen. Auch hier Salz, Obsidian, Eisen. Oh Gott. Danu zieht ins Redwood. Mir hat es echt Spaß gemacht im Redwood. Auch wenn man dort ein paar Mal öfters gefressen wird, aber ich liege den Tieren eh nur schwer im Magen. Ihr habt das Gefühl, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber fliegen, sehen wir wieder irgendwas Neues. Ist bei der Karte einfach so. Ja, jetzt, wo ich einmal dort war, finde ich dauernd hin, ist eh klar. So, das ist die Karte. Moment. Achso, ja, geht ja jetzt nicht. Die Map Gondor. Den Link findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und ich kann nur sagen, danke Himiko, du hast richtig schöne Arbeit gemacht und ich hoffe, du machst weiter so. Schaut richtig gut aus. Oder hier bauen? Ja, langsamer. Also hier einen Bauplatz zu finden, könnte schon dauern, ja? Die Karte bietet einiges, auch wenn sie nicht so groß ist wie Ragnarok. Aber es macht nichts. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe versucht, euch so viel wie geht von der Karte zu zeigen. Wie gesagt, man kann über so eine Karte drüber fliegen und entdeckt beim nächsten Mal wieder ganz andere Dinge. Es waren jetzt so viele Dinge, die ich im Stream nicht gefunden habe, die ich euch in diesen Videos gezeigt habe. Und ähnlich geht es einem, wenn man dann drauf spielt. Weil da sieht man das Ganze noch einmal aus einer anderen Sicht. Ich kann auf jeden Fall Anfängern nur empfehlen, das erste Startgebiet auszuwählen. Und Leuten, die sagen, sie wollen es ein bisschen spannender, denen kann ich Redwood 1 empfehlen. Definitiv, ja. Macht Spaß.
und wäre dann in etwa hier. Und Redwood 2 wird wahrscheinlich ähnlich spaßig sein. Also, ich sage tschüss, tschababa, bis zum nächsten Mal oder bis zur nächsten Kartevorstellung. Also, tschüss!